Ich bin froh, euch bei uns zu haben. Shainaya säubert einen zentralen Standort, dann rückt sofort ein Kriegsmeister nach, um die Stellung zu halten. Oh Gott. Manche müssen kämpfen, damit alle frei sind. Ich gehe doch jetzt nicht alleine rein, oder wie? Tote Dorfbewohner, nee, Brandhühn ist... Okay, alles klar. So, kommt mit. Kommt alle mit. Sind das alle? Ich hoffe. Okay, passt auf. Wir... Gegner! Los! Alle auf ihn! Auf den auferstandenen Grobian! Ach so, okay. Ja, dann kämpfen wir jetzt mal hier fröhlich durch die Gegend, würde ich sagen. Das mit den... Ja, mit den Befehligen, das klappt nicht ganz so, aber achso, jetzt macht er nichts. So, wir hauen jetzt hier einfach mal die Leute um, würde ich sagen. Ach, guck mal hier, das war ja eine coole Attacke gewesen. Das war Attacke Nummer 5. Das dauert hier bestimmt ein bisschen länger, oder? Ich stelle mal einen Banner auf. Und dann wüten wir mal hier so ein bisschen durch die Gegend. Ich glaube, man hört die Tastenanschläge, die ich mache, ne? Muss ich hier nochmal alles so ein bisschen verändern. Die Welt will erforschen. So, wiederbeleben. Wiederbeleben, ich habe F gedrückt. Wunderbar. Der Hof so, da vorne. Ihr da. Was sind denn hier? Also hier sind ja Massenangegner, denke ich mal. Verlasst euch auf mich. Das ist super. Ihr müsst auch nicht von mir salutieren. Also das ist echt nicht nötig. Vor allen Dingen kämpft man hier, anstatt irgendwie zu salutieren. Was sind wir denn hier? So, da ist der nächste tot. Da vorne haben wir noch ein paar. Wir rennen einfach mal irgendwie quer durch die Gegend und metzeln einfach alles nieder, was uns entgegenkommt, würde ich sagen. Ja, so wie der Grobian da gerade, der den Soldaten getötet hat, den Seraph-Soldaten. Tja, dumm gelaufen, würde ich mal sagen. Dann gehen wir mal zu dem nächsten. Boah, das ist aber auch fies, oder? Wir kommen hier an mit einer Armee. Und, tja. So, kommt mal mit. Mal gucken, was hier hinten noch so los ist. Ja, Tote. Überall Tote. Hier, wow. Wow, wow, wow. Okay, dann wollen wir mal. Also, ich fühle mich gerade so richtig mächtig mit dieser Armee, die wir da hinter uns haben. Ne? Also, das ist halt wirklich ganz klasse. So, jetzt haben wir hier so ein... Achso, nee, schade. Ich dachte, die kringelt sich jetzt hier so durch. Oh. Große Töne am Spucken und fast tot sein. Ja, ja, das sind mir ja die Liebsten. Ach, Gottchen, ach Gottchen. So. Aber das ging ja ganz gut. Haben wir uns wohl ein bisschen zu viel zugemutet. Der Friedhof ist sauber. Ich halte die Stellung. Verlasst euch auf mich. Ja, das werden wir tun. Du hörtest dich an wie ein Charer auf Charer. Verlasse ich mich immer. So, weiter geht es also. Okay, also ist das jetzt einfach so sichert? Ach, jetzt, ach, guck mal, sichert den Friedhof und so weiter und pipapo. Alles klar. So, dann, wo haben wir denn dann das nächste, wo wir mal irgendwie Stellung halten müssten? Da unten anscheinend, da unten links. Da gehen wir jetzt auch mal hin. So. Und jetzt kommen wieder Gegner. Ja, Raupen. Ich verstehe nicht, warum Raupen irgendwie böse sein sollten. Also warum kommen jetzt hier nicht auch Untote? Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Warum kämpft man gegen so komisches Getier? Gegen Raupen, gegen Spinnen, gegen Ameisen, gegen was weiß ich, was es alles gibt. Aber was soll's. Okay, sie sind nun mal unsere Feinde, deswegen löschen wir sie aus. Und dann haben wir hier das nächste gesichert. Das wird bestimmt die Kampfgruppe sein, nehme ich mal an, oder? So, da haben wir wieder einen Toten, aber... Scheint, als würden diese Untoten nicht mehr aufstehen. Wir werden hier die Stellung halten. Das Gebiet mit eurem Leben. Gut, dann haben wir jetzt also noch den letzten Posten irgendwo. Das Westtor, das wir sichern müssen. Auf dem Weg dahin nehmen wir noch mal ein paar mit. So, kipp um. Dann haben wir hier den nächsten. So. Und das Westtor, wo haben wir denn das Westtor? Hier, prima. Wow. Wow. Ach du meine Güte, weg der Schein. Wow. Nee, lass mich in Ruhe. Nee, ist okay. Also, ne? Genau. Wir nehmen hier den Kleinen. Das ist erfrischend. So, boah. Also das ist ja... Oh, das war schon kaputt. Na, seht ihr mal, die Großen wieder, hä? Die sehen so aus, aber... ja. Können nichts. Mann. Na gut, dann hauen wir mal den... Ist sicher.
Wir haben Berichte über Schreie vom Friedhof erhalten. Ja, schön, wenn man mitten im Kampf unterbrochen wird, aber alles klar, wir haben jetzt alles. Jetzt müssen wir da tatsächlich hochlaufen und gegen Mazdak kämpfen, so wie es scheint. Hier ist keiner mehr, mein Liebster. So, du bist der Letzte. Tja, das Problem wird sein, sind wir dann alleine? Oder kommen jetzt alle wieder mit? Oder wie, oder was? Ich meine, ich habe ja jetzt hier niemanden befehligt. Ich habe ja, die haben ja selber gesagt, was sie machen wollen. Tja, wie kommen wir denn jetzt zu dem Typ hin? Hier anscheinend nicht. Müssen wir irgendwo raus? Und wir sind alleine, ne? Oder? Nee, Traherne ist bei uns, Brandhühn ist bei uns. Okay, und wo ist Kaith? Ach Mann, hier noch so blöde. Ah, da kommen die immer wieder. Ach komm, wir lassen die einfach stehen. So, soll mir jetzt auch egal sein, weil scheinbar spawnen die hier immer wieder. Und da habe ich doch jetzt keine Lust, mich jedes Mal mit ihnen auseinanderzusetzen. Wir gehen jetzt zu Mazdak. Ja, hier wird auch schön gekämpft. Ja, wir müssen jetzt irgendwie da hoch. Ich denke mal, wir müssen uns da hochprügeln. Das dauert ja alles viel länger, als ich gedacht habe. Um ehrlich zu sein, dachte ich, ja, ich mache mal eben fix eine Aufnahme und dann kann ich was essen gehen. So, dann gehen wir mal hier hoch. Da haben wir wieder irgend so einen auferstandenen Grobian in Form eines Asura. Natürlich, der uns natürlich einfach so umhauen kann. Oh, da kommt Traherne. Brandhühn ist nicht bei uns. Aber die sind aber zäh. Also die sind wirklich zäh, muss man sagen. Aber was soll's? Grobianin steht da. Das ist ein Asura-Mädchen. Grobianin. Ach, ist das süß. So, weiter geht's. Hey, Traherne, komm mit. Ach ja, dann kämpft da unten halt weiter. Ich hoffe ja mal nicht, dass sie dann irgendwie nachher alle angetanzt kommen. Ja, also dass jetzt irgendwie der Mazdak da oben wartet und dann seine ganzen Vasallen, die noch am Leben sind, zu uns ruft. Obwohl, eigentlich sind die ja nicht am Leben. Okay, da ist Traherne und da ist Mazdak der Verfluchte. Oder sieht er wirklich herzallerliebst aus? Naja, gut. Dann wollen wir mal... Armselige kleine Anforderung. Ein Albtraum. Okay, ich dachte, jetzt kommt erstmal irgendwie so... noch eine nette Szene, ja, dass wir irgendwie mit ihm reden oder wie auch immer. Ja, schein. Wir haben jetzt unseren Hund dabei, der hilft uns natürlich. Ach, den blöden Vier. Ich weiß nicht, wie heißt denn das auf Deutsch? Ist das Furcht dann? Ja, tatsächlich. Ist dir bewusst, dass du uns irgendwie noch keinen Zentimeter abgezogen hast, aber selber fast tot bist? Super, und der hat eine Axt dabei, weißt du? Also, naja gut. Meldet euch bei Brandhühn. So, Traherne, vielen Dank für deine Hilfe. Komm mal mit. Ja, das war ja jetzt nicht so spannend, ne? Also, naja, also... Naja, geht so. So, wir hopsen jetzt einfach mal über die Dächer. Und da ist sie schon. Ich spüre eure Innere. Endlich ist Rianok gerecht. Dieser Tag wird für alle Zeiten im Traum weiterleben. Gut gemacht. Ihr habt heute auf dem Schlachtfeld eure Ehre und eure Kraft bewiesen. Ihr solltet euch nach Löwenstein begeben und euren ersten offiziellen Auftrag erhalten. Es ist Zeit, euch in den Einsatz zu schicken. Ich freue mich darauf. Vielen Dank nochmal. Kaith, ihr seid so still. Seid ihr verwundet? Nein, ich denke nach. Rianok starb, bevor er seine wilde Jagd vollenden konnte. Er hat versagt, weil er allein war. Wenn wir gegen Saitan kämpfen wollen, dürfen wir uns nicht durch Angst oder Zorn entzweien lassen. Wenn wir keinen Weg finden, die Drachen zu besiegen, wird Tyria zerstört. Sagt mir... Haltet ihr es für möglich, dass die Leute ihre Unterschiede vergessen? Dass sie sich zusammenschließen? Unsere Träume inspirieren uns, Kaith. Wir dürfen nie die Hoffnung aufgeben oder wir geben den Traum selbst auf. Dann muss ich auch nach Löwenstein gehen. Es ist Zeit, die Klinge des Schicksals wieder zusammenzurufen.
Mit eurer Erlaubnis werde ich Kaladbolg zum Blassen Baum zurückbringen. Ich werde von Mastaks Niederlage berichten. Werde ich euch wiedersehen, Traherne? Ja, da bin ich sicher. Unsere wilden Jagden sind miteinander verknüpft. Wir werden einander brauchen. Mögen eure Wege mit Abenteuern und Freude gesegnet sein. Bis wir uns wiedersehen. Wie außerordentlich befriedigend. Oh, wie schön. Mensch, wählt eure Belohnung. Aha, aha. Ich möchte gerne das hier. Wow. Ja, dann sollen wir jetzt also nach Löwenstein reisen und... Ja, ich bin mal gespannt. Also sie will wohl einen Rat einberufen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, mal sehen, was das wird. Also ich habe da ja so meine leichten Zweifel, wenn ich ehrlich bin. Denn man weiß ja, die haben alle unterschiedliche Ansichten. Die Menschen, die Char, die Asura. Ob die alle unter einen Hut zu kriegen sind, naja, ich bin wirklich gespannt. Allerdings muss ich sagen, ich bin jetzt gerade von dem Kampf gegen Mastak ein bisschen enttäuscht, weil ich hätte mir da wirklich ein bisschen mehr erhofft. Ich dachte, naja gut, vielleicht kommt erstmal irgendwie so eine epische Szene, wo sie sich unterhalten und irgendwie versuchen, weiß ich nicht, das Ganze irgendwie anders beizulegen. Aber nein, man ist einfach hingegangen, hat ihn umgehauen. Der war jetzt auch nicht sonderlich schwer gewesen. Und zum allen Überfluss hatte er irgendwie so eine graue Axt dabei. Also, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin ein bisschen enttäuscht gerade, muss ich sagen. Aber naja, ich bin gespannt, wie das weitergehen mag. Und ob wir irgendwann einmal den Drachen sehen und ihn besiegen werden. Naja, mal gucken. Also, wir sind jetzt dann gleich in Löwenstein zurück. Ich würde sagen, wenn wir dann da angekommen sind, mache ich erstmal wieder eine kleine Aufnahmepause. Das soll es erstmal gewesen sein. Und dann machen wir bei der nächsten Aufnahme auch wieder weiter bei der Quest. Bei der Hauptaufgabe. Mal gucken, wie weit wir noch kommen werden. Ich denke mal noch so, ja, 2-3 Level vielleicht. Kommt immer so ein bisschen drauf an, weil manchmal ist es ja doch schon ziemlich herausfordernd und manchmal halt eben so total lasch wie gerade eben. Da würde ich mir vielleicht einen etwas besseren Pegel irgendwie wünschen, dass das alles ein bisschen ausgeglichener ist. Weil entweder ist es langweilig, also von der Geschichte her natürlich nicht, aber vom Kampf her langweilig. Oder aber es ist so schwer, dass man erstmal 2-3 Level warten muss, bis man dann wirklich wieder... Ja, wieder angreifen kann. Also es ist so ein bisschen, weiß nicht, ich kann mich noch nicht so ganz mit der Hauptaufgabe irgendwie anfreunden, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Meiner Meinung nach haben sie dann noch nicht so ganz den Dreh raus. Mag aber auch sein, dass das an mir liegt, also dass ich mich entweder zu blöd anstelle oder immer zu lange warte. Also mal abwarten, wie das so weitergehen wird. Jetzt sind wir angekommen. Wo ist denn hier gleich mal der Punkt? Jawohl, Löwenstein-Überlauf. Ich habe nichts anderes erwartet. Irgendwo hier hinten. Da vorne. Okay, also dann logge ich jetzt hier aus. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bis hierhin. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Sage tschüss und bis zum nächsten Mal.